Personen, die aus dem Ausland kommen, ist Mannheim sehr gut wegen Arbeit. Es ist wichtig, dass die Bürokratie gut funktioniert. Wir haben jeden Tag Termine während unserer Öffnungszeiten, aber wir versuchen immer telefonisch erreichbar und per E-Mail auch erreichbar zu sein. Die Termine sind für Passübertrag, aber auch Verpflichtungserklärungen, Familiennachzug, Arbeitsaufnahme. Wir bekommen alle Unterlagen, entweder elektronisch oder per Post, und wir prüfen, ob alle Voraussetzungen dann erfüllt sind. Das sind so Kleinigkeiten, aber die bedeuten für manche Menschen viel. Deswegen wichtig ist, dass man mit dem redet, mit Ruhe, und versucht es zu erklären, Schritt für Schritt, was gemacht werden muss oder wie das aussieht. Manchmal ist es nicht so einfach, aber ich mag Kundenkontakt, also mit Menschen zu arbeiten im Allgemeinen. Man kriegt alles mit, alle Art von Gefühlen. Manchmal kommen sie extra und sagen, vielen Dank nochmal. Das macht mich, ich fühle mich gut. Und wenn wir mal frustriert sind, haben wir so eine Ecke mit Schokolade da. Wir betreuen derzeit auch Großkunden, große Firmen, die gleichzeitig viele Mitarbeiter einstellen, oder auch Krankenhäuser, die Pflegefachkräfte brauchen, oder andere Arbeitgeber in anderen Bereichen, zum Beispiel Bauarbeiten. Und das finde ich wichtig, weil je schneller wir das bearbeiten, desto schneller haben sie die Möglichkeit, die Arbeit aufzunehmen, ohne Verzögerung und ohne Monate drauf zu warten. Darunter auch die Adlerspieler. Also die Spieler, die für die Adler Mannheim spielen, wenn sie in Deutschland sind, müssen sie dann unbedingt einen Aufenthaltstitel beantragen. Und erst ab der Erteilung können sie anfangen. Egal was es ist. Wir versuchen immer lösungsorientiert zu bleiben. Dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich gehe dann nach Hause und ich denke, okay, das war ein guter Tag.